Heidmühle, ein Dorf direkt an der bayerisch-tschechischen Grenze. Hier steht das Bettenhaus Mühldorfer. Die Firma wurde gegründet 1920 und es war meine Urgroßtante. Sie kam aus dem Frontenhauser-Raum, also Dingolfinger-Raum. Und sie hat sich hier die Chance gesehen an der Grenze, weil damals Tschechien ein reiches Hinterland war. Es gab hier die Demokratie und sie hatte hier einfach auf die guten Kunden gehofft und sie auch bekommen. Zum anderen waren auch die Gänseherden hier. Und hat sie halt hier begonnen als Kaufhaus und als Produktionsbetrieb für Daunenbetten. Heidmühle, 800 Einwohner, karge Lebensbedingungen. Damals wie heute erforderte es starken Willen, in dieser einsamen Gegend ein Unternehmen aufzubauen. Vor 80 Jahren wurde die Firma als regionaler Kleinbetrieb gegründet. Heute ist Mühldorfer weltweit einer der wichtigsten Lieferanten von Betten für Luxushotels. In den letzten Jahren hat man wieder begonnen, von der Grenzlage zu profitieren. Auch ein großes Hotel in Prag gehört mittlerweile zum Kundenstamm. Doch den Durchbruch schaffte man mit einem anderen Projekt. Seit 18 Jahren sind meine Schwester Maximilena Pangerl und ich hier in dem Betrieb und machen das so gut als möglich, haben noch Filialen gegründet, eben in München und Landshut. Und haben dann 1993 eine Messe besucht in Dubai. Wir wollten eigentlich gut situierte Einzelhandelskunden gewinnen. Wir dachten, die Araber, die brauchen gute, schöne Betten. Und was ist uns passiert? Die Hotellerie ist auf uns zugekommen und gleich mit dem Flaggschiff Burj Al Arab. Das war natürlich auch ein guter Zufallstreffer. Diese Referenz trägt uns heute noch. Zentrale Unternehmensmaxime ist die Heimatverbundenheit. Die Firma kommt aus dem Bayerischen Wald. Ihre Arbeitskräfte auch. Die Wurzeln sind in Heidmühle und dort will man auch in Zukunft bleiben. Betten aus dem Bayerischen Wald, hergestellt von Arbeitskräften aus dem Bayerischen Wald. Mit einem Absatzmarkt in der ganzen Welt und auch in Osteuropa. Die Grenzöffnung ist in erster Linie für uns ein wesentlicher psychologischer Effekt. Wir sind nicht mehr am Rande der Welt, sondern wir gehören mitten rein. Wir sind in einen wesentlichen großen Ballungsraum gekommen, wenn man jetzt Prag, Wien und München sieht. Und wir sind dazwischen die grüne Oase. Es tut uns irgendwie gut, dazwischen zu sein und nicht am Rand geschoben. Vimperk, eine tschechische Kleinstadt. 7000 Einwohner. 30 Kilometer nördlich vom bayerischen Heidmühle. Vimperk liegt in Südböhmen, einer ländlich geprägten, traditionell armen Gegend, ebenso wie der bayerische Wald. Eine Gemeinsamkeit, die sich auch in der regionalen Küche wiederfindet. Auf der beiden Seiten von der Grenzen waren Leute vor allem ganz arm und die hatten nicht große Auswahl zum Essen. Was war zu Hause? Ein paar Hühner, die hatten vielleicht Kaninchen, die hatten, wenn die schon bessere Möglichkeiten zum Leben hatten, die hatten auch Schweine. Und dazu kommt auch unsere Nation Speise und das ist Schweinebraten mit Knödel und mit Kraut, bei uns genannt Knedlo Vepšo Zelo. Was kennen auch viele bayerische Gäste, welche zu uns kommen, weil die oft gerne essen, was bei uns typisch ist. Die böhmische Küche. Serviettenknödel, Buchteln, Levanzen kennen die meisten deutschen Touristen. Eine der weniger bekannten südböhmischen Spezialitäten ist der Raivadachi. Pfannengroß wird er zubereitet. Blaukraut, Schinken und eine würzige Soße kommen dazu. Ein Gaumenschmaus. Mm-hmm.
quer durch die Landschaft des südlichen Bayerischen Waldes und von dort weiter in den Böhmerwald verlief im Mittelalter der Goldene Steig. Wir befinden uns hier auf einem Originalstück des Goldenen Steiges, und zwar ist es der mittlere Goldene Steig. Es gibt ja drei Goldene Steige. Das sind Wege, Handelswege der Spediteure des Mittelalters, also der Säumer, und zwar den oberen Goldenen Steig mit dem Endstück Berg Reichenstein. Dann gibt es den mittleren Goldenen Steig, auf dem befinden wir uns hier. Da ist das Endziel Winterberg, und dann gibt es noch den Goldenen Steig, das ist dann der untere Goldene Steig, der über Waldkirchen führt und über Wallern und dann in Prachatitz endet. In der Gegend des Goldenen Steigs lässt sich noch heute eine einzigartige kulturelle Besonderheit finden. Es sind die sogenannten Waffen-Christi-Kreuze. Im 18. Jahrhundert wurden sie von dem einheimischen Künstler Josef Weidinger aus Möselberg angefertigt. Die Säumer. Gruppenweise transportierten sie im Mittelalter mit sogenannten Säumerzügen wertvolle Waren von Bayern nach Südböhmen. Salz war das wichtigste Exportgut. Daneben gingen auch Tücher und Wein in das heutige Tschechien. Auf dem Rückweg nahmen die Säumerzüge vor allem Getreide mit. Doch auch Bier, Malz und Kornbranntwein wurden damals nach Bayern importiert. Ein nicht ganz gefahrloses Unterfangen. In dem bergigen Gelände konnte schon mal ein Pferd wegrutschen. Außerdem gab es Wegelagerer. Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert war die gewinnbringende, die goldene Zeit der Säumerzüge. Daher auch der Name Goldener Steig. Die Saumpferde sind vergleichbar mit dem Pferdetyp des Haflinger. Etwas gedrungen, etwas kleiner, aber sehr kompakte Pferde, sehr starke Pferde. Die mussten eine Salzlast tragen. Man sprach damals von Kufen, Salzkufen. Eine Salzkufe wog 1,5 Zentner. Also insgesamt wurde so ein Pferd mit 3 Zentner beladen. Anfang des 18. Jahrhunderts verlagerte sich der Salztransport auf die Linie Linz-Budweis. Im Bayerischen Wald bleibt die Erinnerung an damals. Ein verbindendes Element zwischen Bayerischem Wald und Südböhmen ist seit jeher die Moldau. Die Quelle der kalten Moldau ist auf bayerischer Seite. Im tschechischen Grenzgebiet entspringt die warme Moldau. Beide Arme fließen später zur Moldau zusammen. Prachatitz, die Perle Südböhmens. Ein Ort, in dem sich seit Ende des Kommunismus viel getan hat. Gerade auch für die Völkerverständigung. Nur wer die Nachbarn kennt, kann ihn auch verstehen. Und in diesem Sinne veranstaltet die Hans-Seidel-Stiftung natürlich sozusagen als Leitmotiv ihrer schon langjährigen Tätigkeit in der Tschechischen Republik Seminarmaßnahmen, die sich insbesondere mit Nachbarschaftsförderung beschäftigen, die sich insbesondere mit dem Verständnis der Nachbarn beschäftigen. Und in diesem Sinne halten wir jährlich in Prachatitz zum Beispiel eine Konferenz ab, die sich nennt Begegnungen am Goldenen Steig. Zu dieser Konferenz kommen ungefähr 70 Teilnehmer zusammen aus Österreich, aus Tschechien und auch aus Bayern natürlich. Wirtschaft und Tourismus sind die Hauptfelder der bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit in Prachatitz.
Ich glaube, dass ich eines ganz bestimmt nicht vergessen sollte. Denn wenn es überhaupt etwas gibt, was für Prachatice typisch ist, dann sind es die freundschaftlichen Beziehungen zu vielen Städten, beinahe in der ganzen Welt. Es ist ganz natürlich, und wir sind sozusagen historisch dazu vorbestimmt, dass unsere größten Freunde und Partner unter dem Gesichtspunkt der grenzüberschreitenden Beziehungen gerade unsere Freunde in Bayern und Österreich sind. Wir haben zwei Partnerstädte in Bayern und eine Partnerstadt in Österreich, sodass unsere Beziehungen zu den deutschsprachigen Nachbarn sehr intensiv sind und ich würde sagen, tagtäglich gelebt werden. Die ersten Initiativen waren natürlich auf kommunalpolitischer Ebene, um da die Kollegen kennenzulernen. Und das funktioniert bis heute sehr gut auf einer persönlich angenehmen und sachlich auch sehr konstruktiven Art und Weise. Daneben haben wir auch eine ganze Reihe an kulturellen und sportlichen Gemeinschaftsprojekten begleitet. Natürlich auch vielfältige Begegnungen unter den Vereinen und Verbänden, die daran auch Interesse haben und auf diesen Bereichen und in diesen Bereichen tätig sind. Als Endpunkt des mittleren goldenen Steigs hat Prachatice schon seit dem Mittelalter intensive Verbindungen zu Bayern. Seit Anfang der 90er Jahre wurden diese wiederbelebt. Auch für die Zukunft ist in Prachatice und Umgebung einiges geplant. Ich weiß, dass es fast überall in unserer Region Probleme mit einer äußerst schwachen Wintersaison gibt. Da kommen sehr wenige Besucher und niemand hier weiß so richtig, was wir ihnen anbieten sollen. Also ich möchte hier ein neu geplantes Projekt erwähnen. Dort drüben auf dem Hügel hinter uns, wir wollen zwei Skipisten für Abfahrten errichten. Wenn es genug Schnee gibt und wenn es die klimatischen Bedingungen erlauben, möchten wir auch die Skiläupen fertigstellen und vor allem die Radwege. Wir betreiben da derzeit ein gemeinschaftliches Gewerbegebiet unmittelbar an der Grenze des Hüben und Drüben, also sozusagen international sein soll, zum Teil auf tschechischen, zum Teil auf bayerischem Gebiet, um die Standortvorteile beider nationalstaatlicher Rechtssysteme auch zur Geltung zu bringen. Und das wollen wir im nächsten halben, dreiviertel Jahr auch weiter planen und realisieren, als ein besonderes Zeichen, dass Grenznähe, das Grenzüberschreitendes auch wortwörtlich genommen Erfolge mit sich bringen kann. Auch die Kunst ist auf beiden Seiten der Grenze zu Hause. Im böhmischen Prachatice sind es die Werke des aus der Region stammenden und international renommierten Bildhauers Otto Herbert Hayek. In der bayerischen Stadt Freyung gibt es eine Ausstellung mit Künstlern aus Bayern, Österreich und Tschechien. Das Stammwerk von Knaus Tabbert in Jandelsbrunn, einem Ort 25 Kilometer nördlich von Passau. Seit 1970 steht hier eines der größten Werke für Wohnwagen und Wohnmobile in Deutschland. Die Knaus Tabbert Gruppe hat 1500 Mitarbeiter. Ein Großteil davon arbeitet in der Zentrale in Jandelsbrunn. Hier am Standort, damals im Grenzland, haben wir in den 70er Jahren angefangen. Es gab damals einen absoluten Arbeitskräftemangel in der Mitte von Deutschland. Und hier war es sehr attraktiv, auf der einen Seite von den Förderungen und auf der anderen Seite auch vom Arbeitskräfteangebot. Und so haben wir in den 70er Jahren hier gesiedelt, haben zuerst hier Wohnwagen gebaut und dann, wie Sie jetzt auch sehen können, hier am Band eine sehr intensive Reisemobilfertigung dann hochgezogen. Ein wesentlicher Standortvorteil ist die lange Holzbautradition im Bayerischen Wald. Dieses Know-how schlägt bei der Konstruktion der zu großen Teilen aus Holz bestehenden Wohnmobile positiv zu Buche. Auch die Nähe zu Tschechien ist inzwischen wieder ein Standortvorteil. Man hat den osteuropäischen Markt im Blickfeld. Der Konsument in diesen Ländern, das ist ja bei uns ja in Deutschland ganz ähnlich, kauft sich ja nicht zuerst einen Wohnwagen und dann ein Reisemobil. Es gibt dort Bedürfnisse, die zuerst geweckt werden müssen, gedeckt werden müssen, das ist das Haus, Küche oder ähnliche Dinge.
Aber wir merken insbesondere bei den Gebrauchtfahrzeugen schon, dass der Markt sehr, sehr stark anspringt. Und es ist für uns nur eine Frage der Zeit, wann der Markt auch im Neufahrzeugbereich richtig präsent ist. So ist Knausthabert ein gutes Beispiel dafür, dass es auch in einer strukturschwachen Region wie dem Bayerischen Wald möglich ist, erfolgreich für den internationalen Markt zu produzieren. Mit bayerischen Facharbeitern und auf deutschem Lohnniveau. Auch wenn das nicht die ganze Wahrheit ist, denn mittlerweile gibt es noch ein Werk in Ungarn. Im Verbund der Standortvorteile sind derzeit an beiden Standorten die Arbeitsplätze gesichert. Nur das Ortsschild steht noch. Leopoldsreuth, eines von vielen verschwundenen Dörfern im Grenzgebiet. Im Kommunismus wurden Grenzorte in Tschechien aus ideologischen Gründen entsiedelt. Auf bayerischer Seite zwang die harte Natur zum Rückzug. So wie in Leopoldsreuth. 1618 gegründet in über 1000 Metern Höhe. Bauern und Holzarbeiter lebten dort. Lange Winter, karger Boden. Vor mehreren Jahren zogen die letzten Siedler für immer weg. Allein im Wald blieben Schulhaus und Kirche zurück. Denn nur der ist reich, der geliebt wird und lieben darf. Dieses Zitat stammt von einem, der seine Heimat geliebt hat. Diese Liebe zur Schönheit der Grenzregion und ihrer Natur hat er in zahlreichen Werken verewigt. Die Rede ist von Adalbert Stifter. 200 Jahre ist es her, dass der weltbekannte Dichter geboren wurde. Als Sohn einer Leinweberfamilie aus einfachen Verhältnissen. Heute kann man sein Geburtshaus in Oberplan, tschechisch Horniplana, besichtigen. Einem kleinen böhmischen Dorf, kaum 20 Kilometer nördlich der Grenze zu Bayern. Der Chor von Hinterschmieding bei Freyung. Seit den 90ern pflegt man eine bestens funktionierende Partnerschaft mit dem Universitätschor in der tschechischen Großstadt Ostrau. Das damals war also mit der Anstoß für mich und für viele andere, dass wir Tschechisch gelernt haben. Wir haben hervorragende Lehrerin von Anfang an gehabt aus Wolleria, Tschechien, haben wir jetzt eine zweite noch dabei aus Budweis. Und da haben wir auch tschechische Lieder gelernt. Und es ist klar, dass ich dann als Chorleiter diese Lieder dann auch bei uns in die Chöre einbringe. Und sie werden mit mehr oder weniger, aber auf jeden Fall zunehmender Begeisterung gesungen. Der Bahnhof von Bayerisch-Eisenstein. Ein beliebter Anziehungspunkt für Tagestouristen. Zu Fuß geht es rüber. Schon im tschechischen Teil des Grenzbahnhofs gibt es den ersten kleinen Laden mit Original-Pilsner Bier und Souvenirs. Es ist ja so, dass seit EU-Beitritt Tschechiens die Grenzkontrollen noch nicht gefallen sind. Erst wenn Tschechien 2007 den Schengen-Vertrag beitritt, werden wahrscheinlich auch hier die Kontrollen vor Ort wegfallen. Aber solange werden die Kontrollen stattfinden. Seit 1877 gibt es das Bahnhofsgebäude. Die Architektur von damals ist komplett erhalten. Vielleicht am interessantesten an IDOR, weil IDOR eine grenzüberschreitende deutsch-tschechische Institution ist, ist auch, dass dieses Büro sich im Grenzbahnhof befindet, einem Bau, der drüber die Grenze von den Kaisern gebaut wurde. Also man sieht, dass schon damals die Leute wesentlich weitsichtiger waren als wir, trotz dass wir glauben, dass wir unheimlich klug und tolerant sind. Wohl nirgendwo kann man den Grenzverlauf hautnah spüren.
als auf dem Bahnhofsgelände von Bayerisch Eisenstein. So wie Sie schauen, verläuft jetzt in diesem Zimmer die Grenze. Und tagtäglich gehe ich hin und her über die Grenze, sogar sitze ich mit meinem Stuhl direkt an der Grenze. Bayerisch Eisenstein lebt vom Tourismus. 1400 Einwohnern stehen 2300 Gästebetten gegenüber. Nirgendwo sonst im bayerisch-tschechischen Grenzverlauf sind sich die Nachbarn näher. Von der direkt im Ort gelegenen Grenzstation sind es kaum noch 3 Kilometer nach Železná Ruda, dem früheren Markt Eisenstein. Železná Ruda ist ebenfalls ein Touristenort. Mitten in der Gemeinde steht ein Kriegerdenkmal. Seine Geschichte erinnert daran, dass Tschechien bei allem wirtschaftlichen Aufbruch im Herzen das sympathische Land des braven Soldaten Švejk geblieben ist. Später in der Zeit des Kalten Krieges, etwa im Jahre 1953, wurde diese amerikanische Tafel wieder für eine russische ersetzt. Und das war schon sehr pikant. An der Tafel stand, dass diese Tafel zu Ehre der sowjetischen Truppen für die Befreiung des Ortes Železná Ruda hier aufgehängt ist. Wobei hier in Železná Ruda überhaupt keine Russen waren. Die sind irgendwo hinter Pilsen stehen geblieben. Eingebettet sind die beiden Grenzorte Bayerisch Eisenstein und Železná Ruda in ewige Wälder. Landschaftlich sehr reizvoll, gekrönt vom Arber mit 1456 Metern, der höchste Gipfel im gesamten bayerisch-tschechischen Grenzgebiet. Die gläserne Arche, ein Projekt bayerischer und tschechischer Künstler. Arche, archaisch, Urkraft. Die Arche aus Glas, die schützende Hand aus Holz. Den zwei wichtigsten Rohstoffen im bayerischen Wald, ebenso wie im Böhmerwald. Einer, der das Lebensgefühl an der seit 15 Jahren offenen Grenze erfasst, ist der Viechtacher-Fotograf Herbert Pönel. Ich habe früher in den 80er Jahren nach der Grenzöffnung, vor allem in den 90er Jahren, wenn ich im Böhmerwald gefahren bin, immer diese alten Motive gesucht, diese verfallenen Motive, diese Vergangenheit gesucht. Und dann habe ich irgendwann diese Kaserne entdeckt, alte Bauernhäuser, die noch aus den 40er Jahren waren. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass das eigentlich auch nicht ganz richtig ist. Seit 4, 5 Jahren interessieren mich die nachbarschaftlichen, die modernen, die neuzeitlichen Motive. Ich denke, das ist ein bisschen Verpflichtung, nicht immer in der Vergangenheit zu wühlen, nicht immer die Nostalgie zu bemühen. Die Moderne, den wirtschaftlichen Aufschwung in Tschechien zu entdecken, fällt heute auch im Grenzgebiet nicht mehr schwer. Wohngebiete wachsen aus dem Boden. Neben dem Wandel der Gebäudeszenerie ist die Dokumentation der Natur ein zweiter Schwerpunkt im Schaffen von Herbert Pönel. Also ich glaube, wer immer in Gewerbegebieten wohnt und arbeitet, der braucht auch mal ein Naturschutzgebiet. Und wer immer nur Kultur und Zivilisation hat, der muss auch mal Natur erleben. Und dieser bayerisch-böhmische Grenzwald, gerade die zwei Nationalparke, wenn zusammenkämen, ich denke, dass das im Zeitalter der Globalisierung, die noch wuchtiger auf uns zukommt, die ideale Möglichkeit für den hiesigen Tourismus wäre. Das ist eine tolle Chance und ich hoffe, dass die genutzt wird. Kilometer östlich von Bayerisch Eisenstein liegt Osseck, ein kleines Dorf auf dem Lande. Nichts Besonderes auf den ersten Blick und doch von Bedeutung. Osseck ist die Heimat der Familie Kafka. Viele Menschen im Dorf sprachen Deutsch. Die Kafkas lebten in diesem Haus in der Judengasse 35. Auf jeden Fall kann man über Franz Kafkas Deutsch sagen, dass er jetzt also durchaus also eine süddeutsche, österreichische Variante gesprochen, geschrieben hat. Also inwieweit genau, das wissen wir nicht, also weil wir keine Tonbandaufnahmen haben und so weiter. Wir können also Franz Kafkas Deutsch nur aufgrund also des Schriftlichen rekonstruieren.
Und da ist selbstverständlich klar, also dass da der österreichische Standard also durchschlägt und dass er da jetzt alle Register abruft, also die da jetzt also zum österreichischen Deutsch gehören. Und wenn schon, also Oberdeutsch, beziehungsweise wenn Bayerisch, dann Bayerisch, also im Sinne also einer Variante, also die jetzt also von Bayern bis nach Wien reicht, also jetzt also eine süddeutsche Variante des Deutschen. Eine jüdische Gemeinde gibt es heute nicht mehr in Osseck, wohl aber den jüdischen Friedhof. Er liegt gut verborgen in einem Wald außerhalb des Dorfes. 3 Dutzend Grabsteine halten die Erinnerung an damals aufrecht. Manche sind zweisprachig. Der letzte jüdische Bewohner von Osseck, der hier begraben liegt, ist Jakob Kafka. Der Großvater von Franz Kafka war Fleischermeister von Beruf. Mitte des 19. Jahrhunderts ist er verstorben. In dem Roman Das Schloss, also da gibt es, also die, gibt es zwei Personen, also Sordini und Sortini, und also da wird also mit dieser fehlenden Unterscheidung schon gespielt, also ob das jetzt zwei Gestalten, zwei Personen sind oder nur eine. Also gerade das könnte auch hier sozusagen, wo die Sprache durchschlägt, also bis hin, also zur, bis ins Werk und bis auch also in die, in das Inhaltliche, also dieses, dieses Werkes, also dieses Romans. Tschipram, der zentrale Wallfahrtsort von ganz Böhmen. Tschipram liegt in der Mitte zwischen Pilsen und Prag, eigentlich ganz weit weg von Bayern. Und doch war die Anziehungskraft der Wallfahrt zur schwarzen Madonna in der Geschichte sehr groß, besonders für Gläubige aus Ostbayern. So populär war die Wallfahrt nach Tschipram einst, dass der Bischof von Passau in den 1920er Jahren die Gläubigen in seinem Bistum schriftlich anwies, statt nach Tschipram nur noch nach Altötting zu wallfahren. Vor einem Jahr, als wir in EU eingetreten sind mit den anderen 9 Ländern, wir haben das auch so gefeiert, auch gemeinsam mit der Regensburger Diözese in Neukirchen bei Heiligenblut, mit der Dresdner Diözese in Graslitz, wo auf, gerade die Grenze ist mit der Dresdner Diözese. Und ich sage immer, dass es wichtig ist, dass die Politiker sich bemühen, die Tür öffnen. Aber das reicht nicht, das genügt nicht. Wichtig ist, damit die Leute durch diese Tür von beiden Seiten gehen können.